rumpelt denn hier schon wieder hoch? Das sind wir. Hallo Willi, was hast du denn für ein hübsches Weihnachtsoutfit an? Komm rein. Die Weihnachtsengel sind da. Das ist eine Spinne, wir müssen schnell die Tür zumachen. Hallo, hier bin ich. Wie immer, mit einem Riesentumult. Aber nicht nur Billy hat ein cooles Outfit an, sondern du auch. Ja, das ist unser... Oh, mein Handy. Meine Mama hat gestört. Das ist unser cooler, niegelnagelneuer Jogginganzug. Ein Zweiteiler. Den gibt es ab jetzt in unserem Online-Shop. So cool. Guckt mal an der Seite. Ist auch nochmal so ein Batikstreifen. Ich lieb's. Und was liegt hier noch? Ist das etwa der passende Beutel dazu? Oh yes. Guckt mal, wer da ist. Okay, das sieht aus wie immer. Aber sie ist gerade ganz da. Mit Koffer und allem. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Und Serena zieht bei mir ein. Wir gründen eine Weihnachts-WG. Die ganze Weihnachtszeit über werde ich bei Vicky wohnen, denn wir dachten uns, wir machen die beste, schönste Weihnachtszeit aller Zeiten. Wir haben in Österreich jetzt auch Lockdown und das ist ja praktisch. Wir haben auch jede Menge vor, denn hier bei mir sieht es einfach noch gar nicht weihnachtlich aus. Das allererste, was wir zu tun haben, ist einfach mal alles umgestalten, alles weihnachtlich dekorieren. Ich habe eine ganze To-Do-Liste mitgebracht, was wir alles weihnachtliches abarbeiten müssen. Das wird harte Arbeit. Das hört sich jetzt schon noch Stress an. Du kannst gleich wieder ausziehen. Wir müssen mindestens 3 Sorten Kekse backen und mindestens 5 Weihnachtsfilme gucken. Challenge accepted. Und jeden Tag mindestens einen Weihnachtspulli anhaben. Und Weihnachtssongs hören, mitsingen und natürlich der Weihnachtsbaum muss geschmückt werden und alles muss dekoriert werden. Bin immer noch sehr verliebt in den Jogginganzug, den es jetzt von uns im Onlineshop gibt. Checkt unseren Onlineshop also unbedingt aus. Wir haben auch neue T-Shirts da, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und es werden noch ein paar neue Sachen kommen demnächst. Immer mal wieder auf www.springerpizze.com vorbeischauen. Und ab heute gibt es eine Autogrammkartenaktion im Shop. Mehr Infos dazu später im Video. Sind die perfekten Weihnachtsgeschenke. Nur so als mini kleiner Tipp. Auf geht's. Ich habe auch schon weihnachtlichen Rock an. Und was hast du eigentlich in deinem Koffer dabei? Na, ich ziehe jetzt hier ein für die nächsten Wochen. Da brauche ich so ein paar Sachen. Ich dachte, wir haben jeden Tag einfach nur das an. Hallo, wir müssen Weihnachtspullis anziehen. Freust du dich? Freust du dich? Ich freue mich. Achtung, Achtung. Was genau tust du da und was genau befindet sich hier in deinem Schrank? Mein Weihnachtsbaum, meine Weihnachtsgeschirrtücher und Handtücher, Weihnachtskissenbezüge, eine Weihnachtsdecke und hier das, was ich suche. Weihnachtspullis und Pyjamas. Und auch Weihnachtssocken. Alles vakuumiert, damit es nicht so viel Platz verbraucht. Ding! Vicky, sag mal, hast du dein Leben im Griff? Mein Weihnachtsleben auf jeden Fall. Ich habe so viele Weihnachtspyjamas, irgendwie kaufe ich jedes Jahr neue. Upsi. Sag mal, schmücken wir den Weihnachtsbaum heute auch noch? Nein. Dafür habe ich noch eine andere ganz coole Idee. Dafür musst du erst deinen Baum mit herbringen. Sie meint das ernst? Natürlich. Wird das etwa ein BFF-Battle? Wird das etwa ein BFF-Battle? Ah! Zeit für Weihnachtspulli. Hast du jetzt einen ausgesucht? Ich habe auch schon einen. 1, 2, 3. Oh, it's time. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Weihnachtsmodus. Und der Tag kann losgehen. Die ganze Weihnachtszeit kann losgehen. Huh. Mein Pulli-Weihnachtsdeko. Die ist ganz, ganz, ganz hinten. Hier ist Weihnachten. Vicky macht gleichzeitig natürlich auch Stories. Könntest du das nochmal für unser Video wiederholen? Hallo, ich hole jetzt meine Weihnachtsdeko. Folgen Sie mir. Hier vorne sind Videosachen. Videosachen, hier ist Silvester. Hier ist der Elf, den kannst du schon mal nehmen. Halloween, Halloween, Halloween. Weihnachten Nummer 1. So schwer. Da bimmelt es sogar schon drin. Süß, wie kann man die Tage bis Weihnachten zählen? Hochzuschleppen. Das ist ein Workout. In den nächsten 3 Wochen muss ich keinen Sport mehr machen und kann so viele Kekse essen, wie ich will. Nur damit ihr gleich mal Bescheid wisst. Okay, wie cool ist das denn? Adios, bis im Januar. Und diese Tafel darf hier hängen. Da kann man mit Kreide abhaken, wie viele Tage noch bis Weihnachten sind. Es ist soweit, der Baum darf raus. Hallo, wo ist denn hier oben? Ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt. Das ist noch nicht mal der ganze Baum. Das ist Teil 1 von 4. Weiter, immer weiter, Vicky. Ey, ich habe dich eingeladen, dass du mir bei solchen Sachen hilfst und nicht einfach nur filmst. Okay, okay. Stopp, Leute.
Unterbrechung, denn wir haben eine neue Autogrammkartenaktion für euch in unserem Online-Shop. Wir wissen einfach, wie sehr euch darüber immer freut und wir wollen natürlich, dass auch jeder mal eine bekommt und jeder irgendwie die Möglichkeit hat und deswegen passend und anlässlich zum Nikolaustag wird es wieder eine Autogrammkartenaktion geben. Das heißt, diese Aktion gilt ab heute. Wenn ihr ab heute etwas in unserem Online-Shop bestellt mit einem Mindestbestellwert von 20 Euro, dann bekommt ihr eine Autogrammkarte, die von uns handsigniert wurde, obendrauf. Wir haben so, so viele Stunden unterschrieben, mehrere tausend Autogrammkarten und wir hoffen so sehr, dass jeder von euch eine bekommen kann. Ihr seht das auch in eurem Warenkorb, ob ihr eine Karte im Paket haben werdet. Für die, die unseren Online-Shop nicht kennen, er heißt www.springreifezip.com. Da findet ihr den und wir verlinken ihn euch natürlich unter diesem Video in der Infobox. Wir hoffen, ihr freut euch über die Aktion. Viel Spaß beim Shoppen! Hier könnt ihr eine Vicky beobachten, wie sie ein TikTok aufnimmt. Ein Weihnachts-TikTok. Ich mach's gerade schon zum dritten Mal. Das Timing muss nämlich perfekt sein. Die Weihnachtskugel ist die Handgranate. Zeig mal! Ich hab's zu früh entschärft. Das ist die Wahrheit. In etwa so viele Entwürfe macht man, bis das neueste Nema heißt. Deshalb nehmen wir. Nema! Der ist Nema. Ich habe Angst. Leute, ich hatte davon nie zwei. Auf einmal habe ich zwei davon. Was ist das? Das Gruseligste, was mir je passiert ist. Die müssen ausziehen. Die kommen weg. Hatte ich zwei? Die kommen weg. Weihnachtsbettwäsche. Ja. Ich glaube, er erschlägt mich. Aber ich muss hier noch so einen Schrauben festmachen. Es sieht aus, als würde er dich aufessen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das unterste Teil ist, aber ich hoffe. Man muss erstmal alle Zweige auseinanderklappen. Guck mal. Das Rentier haben wir jetzt auch aus dem Keller geholt. Sie freut sich. Leute, ich brauche erstmal eine kurze Dekopause und ich dachte mir, ich beginne hier die ultimative Weihnachtsfilmliste. Bitte schreibt jetzt in die Kommentare, welchen Weihnachtsfilm muss man unbedingt ansehen. Ist auch egal, ob man den schon 100-mal gesehen hat. Was ist euer Lieblingsweihnachtsfilm? Und ich führe jetzt hier eine Liste, wo ich dann immer abhaken kann. Da muss auf jeden Fall rauf Frozen. Teil 1 und Teil 2. Du musst auf jeden Fall Kevin allein zu Hause auf die Liste schreiben. Natürlich, sofort wird gemacht. Oh, Prinzessinnentausch. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Grinch. Sarina kennt den Grinch noch nicht. Aber ich will das nicht gucken. Ich zwinge dich und alle Leute in den Kommentaren zwingen dich auch. Das Schlimmste an diesem ganzen Weihnachtsbaum, diese einzelnen Äste auseinanderfriemeln. Das dauert ewig. Keine Lust mehr. Hüte des Lichts, eine schöne Bescherung, die Schöne und das Biest. Harry Potter. Love Heart von Netflix. Das habe ich sogar dieses Jahr schon gesehen. Ach so, ich habe es auch schon gesehen. Können wir es abhaken? Ein dicker, fetter Haken. Kannst du kurz herkommen? Ich brauche deine Hilfe. Alles, was ihr hier gleich seht, könnte gefährlich sein. Und wo kletterst du jetzt schon wieder rum? Na, mein Weihnachtsgeschirr holen. Lebkuchenmänner. Sternetagere. Noch ein Stern. Und der Setzer. Christmas Memories. Und heute wollen wir natürlich wieder jemanden von euch grüßen. Heute grüßen wir die liebe Hanna. Hallo, ich bin Hanna und ich liebe eure Videos. Immer wenn ich eure Videos muss ich mindestens einmal lachen. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich bin gerade in Quarantäne und suchte eure Videos. Sie helfen mir nicht zu verzweifeln. Könnt ihr mich bitte grüßen? Hashtag WikiSerinaFam. Danke für deinen lieben Kommentar. Wir hoffen, deine Quarantäne geht ganz, ganz schnell vorbei. Und bis dahin viel Spaß mit unseren Videos. 100 Stunden später. Und ich tue noch immer die Äste von diesem Baum hier trennen. Aber am Ende habe ich hier den perfekten Baum stehen. Den schönsten Baum, den ihr alle jemals gesehen habt. Verspreche ich euch. Da ist Ergebnis seht ihr dann auf jeden Fall spätestens auf TikTok. Guckt vorbei, geheißen der Victoria Sarina, genauso wie auf YouTube. Und endlich ist wieder Zeit für die XL-Lichterkette. Nur vorher muss das Chaos mal entwirrt werden. Das ganze Dekorieren hat mich, wen wundert's, ein bisschen hungrig gemacht. Und ich glaube, es ist Zeit, um Kekse zu backen. Butter braucht man auf jeden Fall für Butterkekse. Butter habe ich. Mehl habe ich auch. Zucker habe ich auch. Ich glaube, wir haben alles da. Sarina, wir backen Kekse. It's cold outside, but the fire keeps us warm. Ich habe
habe jetzt gerade Zuckerguss vorbereitet aus einem Eiweiß, Puderzucker und so ein bisschen Zitronensaft. Lebensmittelfarbe. Ich habe jetzt mal alle geholt, weil ich kann mich wie immer nicht entscheiden. Gelb, weil das wirkt vielleicht wie Gold. Oder halt rot oder grün. Ist alles irgendwie weihnachtlich. Blau würde ich mal weglassen. Ich mache zwei Farben. Grün und rot. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Der erste Testkeks. Bin nervös. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Süß. Oh, richtig cool. Noch ein. Tada. Und jetzt die zweite Farbe in Rot. Da mache ich direkt ein rotes Herzchen. Bis zum nächsten Video aus der Weihnachts-WG. Tschüss.